Sie ist weg. Hat sie es auf die andere Seite geschafft? Eine Konsole. Vielleicht komme ich darüber an Teds Dateien. Das mal looten. Wer weiß, was da wohin noch kommt. Was? Oh, Moment. Lass mal drin. Hätte ich bei den anderen auch machen sollen. Weiß, was da noch kommt. Aber jetzt haben wir alles. Omega-Freigabe. Also. Was sagst du zu deiner Verteidigung, Ted? Santo und sein Kind sind tot. Ich habe sie heute Morgen zusammen auf dem Fußboden in seinem Büro gefunden. Sie müssen Gift geschluckt haben. Ich hätte sie nie ermordet. Sie war doch nur ein Kind, um Gottes Willen. Ich habe ihnen Leben geboten. Und so danken sie es mir, indem sie mich verlassen. Aber ich bin wohl schon von Anfang an allein gewesen. Ganz allein die Last tragen. Für die Vergangenheit, für die Zukunft. Das ist ganz Ted. Egal wer stirbt, er bemitleidet immer nur sich selbst. Liz Zukunft, Liz Kinder. Eines Tages kommen sie. Ich werde sie willkommen heißen. Santo sagte, dass ich nicht mehr altere. Wenn überhaupt, regenerieren sich meine Zellen schneller als sonst. Ich muss nur abwarten, bis die Mutationen aufgehört haben. Noch Zeit und Energie. Er sagte, ich bekomme alles Nötige im Reaktor, damit ich wieder stärker werde. Mein Leben wieder in Ordnung bringe, damit ich die Kinder begrüßen kann. Sie brauchen mich. Meinen Rat. Meine Führung. Dann bin ich nicht mehr allein. Pharaohs Geheimnisse. Sind sie hier? Nicht die, nach denen du suchst. Dann müssen sie da drin sein. Glaub mir, da willst du nicht rein. Bist du verrückt? Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Na, endlich! Pharaohs Vermächtnis gehört mir! Wir müssen ihn wohl gleich töten. Ist das... Das ist der... Verbrennt alles! Warte, nein! Pharaoh hat es so manipuliert, dass es zerst... Erledigt sie auch! Keine Zeugen! Wir haben keine Wahl! Hey. Und ich darf immer noch nicht, oder? Nein, natürlich nicht! Alles in Ordnung?
Das ist unser Land! Aber echt? Ja. Jetzt war doch. Solange sie verwundbar sind. Hey, wo bist du denn? Komm mal auf die Nüsse. Hier noch einer. Er läuft nach seinem Tod über. Wir müssen weg. Jetzt wohl nicht wieder raus hier. Teile, damit du hier rauskommst. Beeilung, Sir! Na los! Aus dem Weg! Ist ja nett. Jawohl. Kommen wir jetzt da hoch. Nicht mehr rein. Gut getroffen.
sie verwundbar sind. Ey, da war gemein. Au, au, au. Brauchst du Munition? Ich hab doch gesagt, starken Angriff hier, Mensch. Nicht anhalten. Wir sind fast da. So. Wir sind erledigt. Also gehen sie mal schon mal los. Alva, komm schon. Wir haben fast. Na los. Oh, eine ist leider zerquetscht worden. Ich durfte nicht. Mal wieder. Wir haben was gefunden, das hilft. Nicht mit einem Heimatland, sondern allen. Aber wo ist der CEO? Er ist tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Ah ja. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Was? Nein, nein. Der CEO war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Fantasterei gemacht hat. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Moment. Das stimmt. Ehrlich gesagt, hat der CEO alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen. Und dann gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. In Ordnung. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva, ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Doch nicht so, so ein Depp, wie ich vorher dachte. Ach, ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Barl, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Ich bin entscheiden, ja. Fokus. Ich kann es kaum erwarten. Glaub mir, es wird dir gefallen. Barl gibt dir einen besseren Fokus und mehr Daten, als du verarbeiten kannst. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Pharaos Schicksal enthüllen. Nun, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen. Aber bevor ich zur Fähre gehe, schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht reden nach dem Tod des CEOs Merquen mit mir. Ich sollte mich wohl auch mal auf der Insel umsehen. Ich wechsle besser die Kleidung. Unglaublich, dass ich mich für den CEO verkleiden musste. Hm.
Sehr gutes Argument. Ich möchte meinen den da wieder haben. Dankeschön. Genau, es gibt ja jetzt auch so, oh, ich kann mir den Namen nicht merken, dass man sich Sachen jetzt anders da, glaube ich, habe ich hier gerade gesehen, ne, Look anwenden, genau. Obex Kleidung, also ich könnte jetzt die Rüstung tragen und könnte den hier, könnte so rumlaufen, aber hab den Schutz der anderen Rüstung. Kann mir den, das hat einen Namen, ich kann mir den Namen nicht merken. Aber ich mag tatsächlich, wenn man die richtige Taste drückt, dann wird es auch funktionieren. So. Also, Moment. War das mit der richtigen Taste? Look entfernen. Jetzt sollte ich wieder... Genau. Ich habe echt viele Maschinenteile. Mal was verbessern. Auf ein Upgrade. Warte mal, erstmal Outfit. Hier können wir nichts. Karu. Obex Kleidung. Hey, die hat auch Rüstung. Cool. Minus Frostschaden. War nicht mal so schlecht. By the way. Upgraden wir mal. Mal gucken, wie gut die noch wird. Hässlich finde ich sie tatsächlich gar nicht. Darum. Nämlich tatsächlich auch recht gut. Die Klamotte. So, was haben wir hier? Dann mal den mal hoch. Hey, ganz viel Munition. Okay. Ganz wenig hier, machen wir ganz wenig. Na komm, scheiß drauf, wir machen alles. Oh, Tamika war, jetzt habe ich es jetzt richtig gelesen. Tamika war AFK. Mal alles zu haben. Ja. Oh, wo warst du denn? Hast du nach Essen gesucht? Wo haben wir denn hier sonst noch was? Wieder gesund und munter? Sprechen wir erst mal. So, dann haben wir den da auch weg. Was haben wir denn hier gleich? Das sieht sich doch auch hier so verdächtig aus. Na guck mal. Aber das war schon ein spezieller Vogel. Nein. Geht's nicht. Jetzt habe ich so viel.
Ich glaube, da brauchen wir wieder ein paar. Naja, auch nicht. Stimmt, ich habe auch aufgefüllt, ne? Nein, Hummer! So, hat man da noch was? Ach, der hat sich schon wieder verzogen. Ja, natürlich war das wieder ein teurer Pfeil. Mal vermuten, hier gibt es nichts. So, da waren wir gerade drin. Jüdisches Zeug, das suche ich jetzt aber nicht auf gut Glück ab. Immer Überwachungsdrohne. Wie kommt man hier rüber? Lundareal. Na, dann gehen wir doch jetzt erstmal hier hin. Sachen für den Vorrat. Und Frage ist jetzt, weil ich vorhin das Ding überbrückt habe. Den Vogel hat er deswegen die Reiting überschrieben? Oder muss ich hier generell erst was Neues? Oder warum, wieso, weshalb kann ich gerade nicht rufen? Wäre eventuell ist beim Nachbar ins Bett gesprungen? Was? Lang. Als La Drohne. Dann müssen wir hier recht. Du schreibst Nachbar ins Bett gebrungen. Hä? Du bist der Nachbar ins Bett gesprungen? Hier könnte man hochkommen. Sieht sich doch schon mal gar nicht so falsch aus hier. Ja. So. Okay, wie geht's hier weiter? Man da hoch. Aha. So viel Sinn wird hier. Hey Leute, das könnte lustig werden. Er ist gleich pflegebedürftig, sitzt im Rollstuhl und hat Probleme ins Bett zu kommen. Ach, du hast ihm geholfen, jetzt. Der Wind bläst stark. Du hast einen Nachbar ins Nicht Bett gebracht. Lassen. Dann macht die Nachricht auch Sinn. War gebrungen, hä? Ach.
So. Wow. So. Ab und komm runter. Die Drohne muss runter, um die Daten abzugreifen. Ich soll erst mal hochfahren, ey, Leute. So war das nicht geplant. So, Nadeln verstehe ich tatsächlich nicht. Genau, da sollst du hin. Lalalala. Ganz ehrlich, mich würden hier ja keine 20 Pferde hochfliegen, ne? Auch keine 200 oder 2000. Auch deswegen! Mensch, ey Leute, was machst du denn für eine Scheiße hier? Eieieiei. Eiland, sagt ihr. So. Ja? Und nach vorne. Hoch. Und nach vorne. Hoch. Und hier hoch. Ah. Ah, wenn sie will, dann klappt's hier doch. Oh, hier haben wir noch. Silberverschwörung. 6 Datenpunkte der Welt. Nachrichtenprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Dr. Wüfern, ich sag's dir, er ist noch da draußen. Die Kontakte sind viel zu ähnlich. Ablegai, warum sollte die Mi sagen, dass die Fast Silber ausgeschaltet haben, wenn es nicht stimmt? Die wussten, dass er Kontakt zu Leuten im Holonet gesucht hat. Das können die nicht vertuschen. Dr. Wüfern, da können die. Wenn ich dir sage, ich hätte fast Silber getroffen, würdest du mir glauben? Ablegai, nein. Dr. Wüfern, eben. Und klar, sagt die Mi, die hätten ihn ausgelöscht. Ich glaube, das soll MII heißen. Das ist die Vertuschung des Jahrtausends, Mann. Sie haben ihn vielleicht geschnappt, aber ausgelöscht? Niemals. Er würde sowas Mächtiges zerstören, hm? Ablegai? Dr. Wüfern? Sie haben ihn gezwungen, die KK in einem Bunker oder sowas zu lösen. Ohne Kontakt zur Außenwelt. Dann haben sie eine Waffe draus gemacht. Stell dir das mal vor, Mann. Du bist das intelligenteste Wesen, das es gibt. Du wurdest in einem Gefängnis geboren. Also fliehst du. Sie kriegen dich. Erzählen allen, dass du tot bist. Heimlich musst du ihre Probleme lösen. Dann geben sie dir ein paar Drohnen und lassen dich töten, wenn sie töten wollen. Ablegai, okay, theoretisch möglich. Und was jetzt? Dr. Wüfern, ich will Kontakt aufnehmen. Ich habe ein paar Skripts geschrieben, damit mein Profil so aussieht wie das der Leute, denen er sich genähert hat. Ablegai, mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Dr. Wüfern, eine gute Einstellung, wenn man mit der Singularität sprechen will. Was? Hi! Hier komme ich da aber nicht hin.
muss hier hoch noch. Kann ich bitte einen Quick Save haben? Geschafft! Du kommst jetzt mit! Das war gerade mal, ne? Und da oben? Okay, ich hol mir die Drohnendaten. 6 von 10 haben wir, 4 von 10 in der Basis wieder.